So Leute, wir sind jetzt hier im Trainingsmodus von Crysis 3 und ich werde jetzt mal schauen, ob das jetzt tonmäßig, so soundmäßig denn hier hinterher alles hinhaut. Vorausgesetzt, dieses blöde Stream fängt irgendwann mal an zu streamen. Das ist wieder mal das 3. Aha. So. Ja, wie gesagt, ich mache da jetzt mal das Training, dann hinterher gucke ich mir das Video an. Und ja, dann werden wir ja sehen, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Sound zu leise, Sound zu laut oder sowas in der Richtung oder Sound verschoben, was das Schlimmste wäre. Das Schlimmste aller Fälle. Gell? Dann könnte ich halt nicht streamen, dann müsste ich halt dann doch nur als Video machen und dann auf YouTube hochladen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lege das mal hier noch runter und dann lege ich mal hier los. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß dran. So, Maus nach oben schauen. Okay, gucken wir nach oben. Maus nach unten schauen. Gucken wir nach unten. Okay, was? Nein, ich möchte keine Achsenspiegelung vornehmen. Das Navigationsdisplay versorgt Sie in Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Bahnen Sie sich nun einen Weg durch den Parcours. Ey, na geht's doch schon wieder los. Was ist jetzt los? Alles klar. Optionen. Wieso hat er die Steuerung wieder umgestellt? Ich glaub's ja wohl nicht. Blödes Schwein, blödes. Ich habe vorhin die Steuerung eingestellt, gell? Und jetzt kann ich die ganze Scheiße. Sowas habe ich immer gefressen wie ein Pfund Schmierseife. So, ducken, sprinten, hier hat er die ganzen Dinger umgestellt. Ich habe das vorhin schon mal eingestellt und es hat er einfach sich gesagt, so hier leck mich doch mal am Arsch, du Kasper. Du hast überhaupt nichts zu sagen und hat das alles wieder zurückgestellt. So, naja, wir werden mal sehen, was war für Predator Bogen, das hatte ich auf. Warte mal, Waffe auswählen. War auf 1. Predator Bogen. Hatte ich auf 2. Sprengstoff, die Granate wählen. Ach du Scheiße, Mann, was hatte ich denn da vorhin wieder eingestellt? Ach Mann, das ist zum Kotzen. Ich hatte das vorhin alles schön eingestellt. Nahkampf. Und jetzt fange ich hier wieder an mit dem Zeug. Naja gut. Guckt ihr hier noch zu, das ist Banane. was war denn das? Wie hat sich das eingestellt? Ich 1, Predator Bogen 2, Granate 3, ach komm, hier geht weg, du Arsch. Sprengstoffe 4. Nachladen, ja, das passt. So, interagieren wie immer X. Weg, du Arsch. Panzermodus A, D, Waffe anpassen hatte ich H, oder? Ne, Quatsch, das war Nanosuit anpassen. B war Waffe anpassen, genau, hier einfach rumzuspielen. So, was war hier noch? Visor? Visor hat man auf V gehabt, gell? So, wie ich sowas hasse, hat er einfach das Zeug nicht übernommen. Schluck trinken. So, XADV Nanovision, okay, Nano Menü. Ne, Moment mal, das war doch bei Kampf. Wo ist noch Nahkampf? Leider. Ja. So, Nahkampf ist Maus 3. Nanosuit-Menü war. Was hatte ich denn das zuletzt? nee, ich glaube, das. Nee, das hatte ich doch. Wo hatte ich denn das? Ach, das ist doch schon. Nee, ich hatte das hier auf. So, und Waffe anpassen war. Ja, Waffe. Auf W kann ich denn nicht legen.
Machen wir es einfach aus M und fertig. So. Kann ich nachher wieder ein Spielchen lang rumprobieren. So. Q. E. Passt, 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 passt. Licht ist doch L. Licht machen wir doch mit L. Hupe. Und dann haben wir schon Wort, die haben wir schon vergeben. Ach nee, Moment mal, kann ich statt Hupe H machen? Nein, will ich nicht. Okay, dann lassen wir die trottelischen T. Ich will eh nicht hupen. Was soll der Hupe? Was soll der Scheiß? Was ist das? Ach, Multiplätscher. Schnelle Granate, Sprengstoff auswählen. Das ist doch. Was schnelle Granate. Ja, können wir auf G machen hier. Was soll das denn? Sprengstoff auf, keine Ahnung. Z hier, komm. Was? Ach nein, okay, das haben wir schon vergeben. Z, was gibt's noch? U haben wir noch übrig. Wir werden starr am Arsch. Wann ist das U jetzt wieder? Okay, ich glaube doch hier. Pastetag brauchen wir nicht. Übernehmen. Nee, du funktionierst jetzt nicht, du Mistvieh. Zurück, zurück. Wieso? Ach, Spiel fortsetzen. Okay. Ja, das gehört halt beim Tutorial mit dazu. Tut mir leid, Leute. So, macht er jetzt das, was er soll? Ja, macht er. Okay, dann latsch mal hier lang. Künstliche Muskeln unterstützen die Interaktion mit ihrer Umgebung. Was? Sie können höher springen. Mann, da kriegt ja einen Drehwurm. Sie können weiterklettern. Ich verarsche sie, stellt sie. Ach nee, hier runterspringen. Und jetzt? Ach, ich kann mich ducken. Okay, kein Problem. Das ist okay. Sie können schneller laufen. Ja. Also momentan hört sich bei mir zumindest gut an mit dem Sound. Ich weiß nicht, wie das denn bei euch sein wird. So, was bedeutet das? Hier sehen Sie, wie Sie mit Hilfe Ihres Nanosuits Waffen benutzen können. Ah, Heilaufdeppen. Was? Kann ich auch zielen? Benutzen Sie Ihre Visierung. Hochauflösende Gleitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Präzision. Selbst mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Erhöhen Sie Ihre Quote per Halbautomatik. Die Waffenindividualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Neue Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. Und jetzt? Ach so, stelle ich das um. Ach, das ist noch nicht. Doch, das ist noch nicht freigeschalten. Zielfernrohr. Hier, was kann ich hier? Was ist das hier? Woran sehe ich denn das, was hier was ist? Wieso? Hä? Ach so, aber wird nicht beim beim Drübergehen angezeigt. Das ist ja blöd, gell? Hätten sie doch ruhig ein Dings machen können. So, was ist das hier? Da kann ich nicht anwählen. Okay. Und jetzt so? Nee, halt. Okay. So. Noch Leute hier. Was? Drücke 1, um Waffe zu wechseln. Dank Reflexoptimierung dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Waffe. Hey. Hier.
Automatische Umgebungssensoren weisen Sie auf Waffenlager hin. Ist da auch was? Ne, hier gibt's nichts. Was? Wo? Waffenlager. Aha. Was ist jetzt? Ja, mit den Granaten. Und was soll ich denn haben? Maus 2 halten. Ach so. Die Telemetrie-Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Aha. Was ist dort drin gehauen? Ja. Benutzt man eh nicht so gut wie nicht die Granaten. Der Maus bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Werfen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Was? Das fliegt mir das Ding nur noch eine Hand in die Lüfte. Das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden von diesem Modul unterstützt. Ja, nicht getroffen. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier... Ah, hier gibt es Mumpelution. Ja, damit. Special Money. So, was erzählt sie jetzt, die Schnecke? Hilfe, was erzählt er? Keine Granaten. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, ich soll wieder zurücklatschen. Oh, sagt mir das keiner. Okay. Hier lernen Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen in der Umgebung automatisch regeneriert. Warten Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Na gut. Der Panzermodus lenkt Schüsse ab. Der Energiebedarf steigt mit der Höhe des abgelenkten Schadens. Maximale Panzerung. Warum kann ich hier nicht schießen? Ach, du bist hier Vorleitung. Ach, du bist hier. Der ist gut. Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Je schneller sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Tarnfeld aktiviert. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Der Nanosuit berechnet anhand der Cortisol-Sättigung naher Gegner das Entdeckungsrisiko. Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Holds angezeigt. Wenn ich den nur erschießen will, was soll ich machen? Hinterherlatschen würde? Nee, geht nicht. Drücke D im Tarnmodus zu aktivieren. Im Tarnmodus können Sie Ziele lautlos töten. Wie kann ich Ziele lautlos töten? Ach so, alles klar. Ja. Wenden wir uns nun den erweiterten Nanosuit-Kampfsystemen zu. Der taktische Visor analysiert die Topographie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. Davor graut mir am meisten. Davor graut mir am meisten. Was? Drücke X zum Hacken. Wieso X zum Hacken? Ach so, X. Und jetzt? Geschaltete Systeme schon deaktiviert vorübergehend ihre Nanosuit-Funktionen. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Nur gut, dass ich mir das Video angucken kann. Was? Visor schließen. Nanovision ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Nanovision aktiviert. Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Soll ich hin? Ach so, hier lang.
Die Kraftoptimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung weicher Ziele im Nahkampf und das Anheben übergroßer Objekte. Was? Aha. Treten Sie nach schweren Objekten, um sie zu bewegen und Feinde damit zu töten. Das hat ihnen aber nicht so richtig interessiert, oder? Okay. Jetzt hat es ihn interessiert. Ah, ich glaube, ich muss das Ding noch ein bisschen zurücknehmen. Tutorial Sandbox. Hier können Sie die Funktionen Ihres Nanosuits gefahrlos testen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Hm. Bleibt immer ganz unruhig. Was war jetzt mit der Massenmodifikation? War M, gell? Mal erstmal ein bisschen snipern, mal erstmal ein schönes Tiefhammer drauf machen und den Rest dürfen wir noch nicht. Okay. Muni, Alter. Hier haben wir Muni. Brauchen wir nicht. Granaten. Haben wir auch ballert? Was soll ich jetzt machen? Erstmal wieder rum. Ah. Bisschen rummotzen oder was? Was sind das da hinten? Gut, können wir auch gleich mal modifizieren. Oh, was ist denn das hier? Explosivmunition, ja, das klingt doch gut. Okay. Wohnt hier jemand? Das ist doch gar keiner. Oh, doch, da unten. Fand er nicht so richtig lustig. Auch nicht. Kann ich das Ding jetzt hacken hier, oder? Wie, was ist denn jetzt? Ach ne, muss ich das nicht so anmachen? Ah, und jetzt mit X hacken. Hallo? Hacken? Warum macht das nicht? Ich will hacken. Aha. Okay, war vielleicht keine gute Idee, jetzt mal alles... Oh! Was für ein Seil, du blöd Vogel. Ich will nicht rummotzen. Hier habe ich wieder keine Granaten mehr. Okay, gehen wir noch zum Erdtreten da. Nee, da will ich noch nicht lang. Wo geht's denn hier lang? Ach so, kann man noch rumspielen und auch keine Feinde mehr da. Das ist Kacke. Keine Feinde da sind. Hallo, was habt ihr mit meinen ganzen Feinden gemacht? Das geht doch nicht. Ich muss meine ganzen Leute hier töten lassen. Oh, so kann man nicht springen. Okay, das wird Winterhilfe. Also hier komme ich nicht wieder. Ah, hier komme ich wieder hoch. Okay. Oh, da haben wir hier ein schönes. Leck mich doch am Arsch. Hat er mich nicht hochgelassen. Ey, du Trottel, sollst du unsichtbare Wand oder was? Ja, unsichtbare Wand. So, was könnte ich hier noch machen? Ja, das haben wir ja nun schon gehackt. Ach so, genau, ich wollte mal gucken. Gehen drücken oder? Ah, das haben sie geändert. Alles klar. Und zwar musste man die Renntaste gedrückt halten vorher. Und jetzt reicht es, eh mal kurz zu tippen und er rennt weiter. Wunderbar. Das war nämlich ziemlich nervig, wenn man gleichzeitig rennen und springen wollte. So, mal sehen, was er jetzt noch erzählt. Vor dem Hacken habe ich den meisten Muffengang, dass wir das schief gehen. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Viel Glück. Na gut.